Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den QVC DIY Adventskalender. Tatsächlich. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der QVC DIY Adventskalender ist, glaube ich, anlässlich des 25-jährigen Bestehens zu QVC rausgebracht worden, keine Ahnung. Ich glaube, letztes Jahr gab es auch einen, aber den habe ich irgendwie nicht gekauft, ich weiß auch nicht. Und ja, da waren auch ein paar Produkte abgebildet. Ich glaube, unten in der Beschreibung stand auch drin, was drin ist. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was wir jetzt vorfinden werden. Ne? Es kommt an in einer Box, die sehr, sehr schwer ist. Also ne, kostet, glaube ich, 49,99, habe ich wahrscheinlich eben eingeblendet. Oder 49,90, keine Ahnung. Und ja, ne, das sieht schon mal öde aus. Und ja, es ist halt eher ein Unboxing als ein Adventskalender-Opening hier. Huch, denn dann wird es schlagen. Hier sind die Produkte drin. Und ich stelle es vor mich hin und wir gucken einfach mal durch, was hier so drin sein wird. Ich meine, DIY-Adventskalender sind ja immer mehr im Kommen gewesen. Definitiv, ne? Also es gibt ja Nivea, DIY-Adventskalender, Essence, Catrice, alle hauen so einen raus. Und QVC hat sich gedacht, ja gut, um das Ganze wahrscheinlich ein bisschen günstiger für die zu gestalten, die sich den kaufen, machen wir das wirklich so, dass man sich den selber zusammenbasteln könnte. Wir haben hier enthalten so Tütchen, die nochmal in der Tüte drin sind. Raschel, raschel. Daraus kann ich mir definitiv auch einen Adventskalender basteln. Finde ich ganz cool. Sind die alle in der gleichen Farbe? Nee, wir haben hier so türkise Tütchen. Und wir haben... Nee, die sind alle. Und wir haben ein weißes Tütchen. Wahrscheinlich für Heiligabend dann. Keine Ahnung. Oder zwei. Nee, tatsächlich ein einziges weißes Tütchen. Hä? Okay, eine Kordel ist dabei. In so einem schönen Türkis. Finde ich auch cool, weil dann könnte man theoretisch auch einen Männer-Adventskalender daraus basteln. Ne? Finde ich echt schön. Und ja, meine Nase juckt gerade irgendwie. Ah, okay. So, dann klappe ich mir das mal auf und dann gucken wir mal durch. Also, wir haben als allererstes eine Zahnpasta drin. Ah, es ist meine erste Zahnpasta in Adventskalendern in diesem Jahr tatsächlich, die ich in den Händen halte. Es ist so ein kleines Fail-Produkt meiner Meinung nach, den Zahnpasta. Möchte ich ehrlich gesagt nicht in einem Kläppchen drin haben. Aber gut, bei Dr. Mint Cheva Zahnpasta, die kann super sein, ne? Keine Ahnung, 85 ml haben wir hier drin. Ist bestimmt total klasse. Vegane Formel und hasse nicht gesehen. Rezeptur frei von Mikroplastik, ist bestimmt total klasse. Aber Leute, eine Zahnpasta gehört nicht in einen Adventskalender rein. Auch sowas gehört meiner Meinung nach nicht mit rein von Barbara Klein. Lupinen Proteinshake, Haselnuss ohne Zucker und Fett, 18 Gramm sind hier drin. Würde ich mich halt auch nicht drüber freuen, ne? Wenn ich das in einem Adventskalender drin hätte, würde ich schreiend davonlaufen, ey. Nee, okay, mal gucken, ob es besser weitergeht. Ich dachte, es wäre ein Beauty-Adventskalender. Ja, eine von L'Occitane, das ist auch irgendwie schon mal ganz nice. Gel, Dusch, Verven. Ein Verbena Schauergel für 50 ml. Das ist schön. Das ist toll. Ich weiß nicht, ist es ein männliches Produkt oder ein weibliches Produkt oder ein Unisex-Produkt? Ich würde es als Unisex bezeichnen. Werde es aber wahrscheinlich in einen Männer-Adventskalender reinpacken. Habe ich mir den Männer-Adventskalender aus Versehen bestellt? Nee. Nee. Das ist doch hier kein männliches Produkt. Das ist ein Scrunchie. Auch das wieder so ein Klassiker, ne? Läuft. Oh mein Gott! Dieses Unboxing-Adventskalender-Opening läuft gerade in eine Richtung, in die ich es nicht hätte haben wollen. Ich hätte mir, glaube ich, besser angucken sollen, was drin ist. Das ist schon mal cool. M.A.S.A. mag ich, Resveratrol, die Reihe mag ich auch, Glättungsmaske, Traubenkernöl und Squalan sind drin. Das ist eine porenverfeinernde Gesichtsmaske, die glättet. Da sind zwei Anwendungen drin. Das finde ich schön. Ist jetzt, ne, kein mega krasses Wow-Produkt. Aber für mich jetzt bislang das Beste, was im Adventskalender drin ist. Wow. Oh mein Gott. Okay. Dann haben wir hier was drin. Das ist von Flora Mare. Advanced Roll-On Redness Minimizer. Das ist gegen Rötung ausgleichend, beruhigend und kühlend. Da sind 8 ml drin enthalten. Ich denke, dass es für die Augen sein soll. Ne? Das ist auch schon wieder Unisex. Das ist auch nett. Hautberuhigende Hilfe bei partiellen Rötungen, Hautreizungen und gestresster Haut. Rollen Sie sanft mit der Kugel über die betroffenen Hautpartien. Ja, okay. Ja, wenn du dann halt generell Rötungen hast. Ne? Ist vielleicht gar nicht so verkehrt.
Ist ja auch mit drin. Dann habe ich hier etwas drin von SBC Rosehip Oil Moisturizing Gel Face and Body 100 ml. Ja, Rosehip ist Hagebutte und das ist auch mit dabei. Es ist einfach ein Gel für den Körper und fürs Gesicht. Ja, damit kannst du dich befeuchten. Das riecht angenehm. Das ist ein angenehmer Duft, das mag ich gerne leiden. Ja. Wir haben noch mehr Nahrungsergänzungsmittel. Läuft, sowas mag ich nicht in Adventskalendern. Beauty Shot mit Kollagen und Hyaluronsäure von Joachim Käser. Käser, ja, 3 Ampullen sind hier drin. Ja, nee, ne? Ich mag sowas gern trinken, einfach vom Geschmack her. Ist halt wie Saft oder so. Aber ich mag es A, nicht im Adventskalender, B, nicht in Beautyboxen oder sonst irgendwo drin haben. Nee, das finde ich doof. Oh. Von Aigner haben wir True Icon, ein Schauergel mit 75 ml hier drin enthalten. Mhm. Mal gucken. Riecht männlich. Männlich, Schrägstrich, auch so ein bisschen wie das Badezimmer meiner Oma. Würde ich auch wieder als Unisex-Duft betiteln, tatsächlich. Ne? Ist halt auch so eine ganz dunkelbeerige Verpackungsfarbe. Ja, okay. Ein Duschgel. Gut. Okay, weiter. Bitte. Süßgras-Serum zur Stärkung der Haarwurzel. Das ist nett. Da sind drin 10 ml. Ja, sowas können Männer und Frauen gut gebrauchen. Ich habe tatsächlich hier so ein Wirbel, ne, bei mir. Da kann ich mir das gut vorstellen, dass ich das da drauf mache. Ansonsten, ja, ne, das ist auf jeden Fall okay. Kann man machen. Bei vielen Produkten sage ich einfach, kann man machen, ne. Alles klar, Grow Gorgeous. Das kenne ich aus der Lookfantastic Beauty Box, ist eine gute Marke. Intense Thickening Hair and Scalp Mask, 30 ml sind hier drin enthalten. Also das ist eine intensive Maske, die Kopfhaut und die Haare stärken soll. Das heißt, das hier wird auch eine Maske sein, die du dir nicht nur, na, Fokus, in die Haarspitzen oder Längen eingibst. Na, da hat die Kamera keine Lust, das Ding zu fokussieren, weil die sich denkt, ne, lohnt sich nicht. Krass, nee, es ist nicht so geil. Also bislang ist hier nicht so geil drin. Ne? Das Produkt ist ganz gut, ne? Also sowas verwende ich auch ganz gerne. Aber ja, was haben wir hier? Skin Naturell Face and Body Oil. Das ist schön mit Jojoba und also Bio-Jojoba. 30 ml sind hier drin enthalten. Gesichtsöle verwendet man auch ganz gerne so Richtung ja, Winter, ne, wenn es halt kälter wird. Verteile das Öl in deinen Handflächen und massiere es sanft in die gereinigte Haut oder deine Haarspitzen ein. Ach, guck mal, auch für die Haare. Wende das Öl täglich oder nach Bedarf an. Ja, ne? Das ist auch schon wieder okay. Dann habe ich hier noch zwei wiederverwendbare Abschminkpads von Badisio Beauty. Ja, ist auch total liebevoll hier eingepackt, muss ich sagen, ne? Mit Code und QVC.de hinten drauf. Läuft bei ihm. Ich finde wiederverwendbare Abschminkpads toll. Ich finde es auch gut, dass die in Adventskalendern drin sind. Ist halt, ne, verwende ich auch jeden Tag. Deswegen wäre das für mich auf jeden Fall ein sinnvolles Produkt. Ja. Deswegen, das ist auch ein gutes Produkt in diesem Adventskalender. Bislang wüsste ich aber echt nicht, was ich in eine 6 oder in eine 24 reinpacken sollte, weil das ist ja echt interessant. So, dekorative Kosmetik von Gosh ist auch mit am Start. Das ist ein Effektpowder in der Farbe 002 Sunstone. Okay, ich weiß gar nicht, wie viel hier drin ist, weil das ist so ein ganz kleines Ding. Ich weiß nicht, ob das ein Highlighter sein soll oder ob das so ein Pigment sein soll. Ist auf jeden Fall ein kleines Ding. Ist ein loses Produkt. Ja. Ne? Elizabeth Arden YT, das mag ich gerne, hatte ich schon mal als Parfum. Das ist eine Handcreme, ist auch ganz klassisch in Adventskalendern. 30 Milliliter sind enthalten. Das ist okay, ne? Ist so ein typisches Adventskalenderprodukt. Aber irgendwie, ne, der Adventskalender ist jetzt nicht irgendwie typisch Mann, typisch Frau. Es ist halt so von allem etwas drin. Das heißt, ich wüsste immer noch nicht genau, wem ich das jetzt schenken wollen würde irgendwie. Ahuhu, Koffein Thickening Shampoo, das finde ich cool. Kraft und Fülle mit Koffein ohne Silikone. Da sind 75 ml drin. Das ist auch eine coole Marke, die gibt es bei Asam Beauty auch zu kaufen.
mal wieder Fokus gerade echt am Abkacken ist, ne? Okay, ja, so schaut das aus. Ist eine schöne Geschichte. Ich mag auch Koffeinshampoo tatsächlich für mich sehr, sehr gerne, weil das sehr anregend ist und ich liebe Kaffee, deswegen passt das ganz gut. Ja, vitale Kraft steht ja auch drauf. Juti! Dann haben wir hier von Pericone MD Cold Plasma Plus The Intensive Hydrating Complex 15 ml. Das ist eine Feuchtigkeitscreme. Das ist cool. Ist, glaube ich, auch eine recht hochwertige, hochpreisige Marke. Das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ne? 15 ml ist so eine Ausprobiergröße. Das ist okay. Ja. Okay. Almvital Muskelmassagegel mit Teufelskralle mit natürlichen Inhaltsstoffen. Sowas finde ich auch ganz schön. 100 ml. Da kann man sich einfach auch in dieser kalten Jahreszeit einfach auch mal so mal ein bisschen diese Chill-Momente auch als Paar vielleicht mal gönnen oder so, ne? Das ist toll. Ja, finde ich gut. Sehr, sehr bunt zusammengewürfelt hier alles. Dr. Med Sebastian Pleuse, Weihrauch und Kurkuma für jeden Tag. Mangan trägt zur Erhaltung, das sind Tabletten hier drin, okay. Mangan trägt zur Erhaltung normaler Knochen und zu einer normalen Bindegewebsbildung bei. Nahrungsergänzungsmittel made in Germany. 45 Kapseln sind hier drin enthalten. Ich trinke mir täglich meine goldene Milch, da ist ja auch Kurkuma mit drin. Weihrauch stelle ich mir dann natürlich im Abgang ganz interessant vor. Also man schluckt die Tabletten ja auch. Und da kann ich mir vorstellen, dass man dann aufstoßen muss und dann hat man so ein Röpser, als würde man in der Kirche sitzen. Ist natürlich auch ein Träumchen, ne? Boah, rede ich hier gerade den Adventskalender schlecht. Ich merke es gerade selber, es tut mir auch total leid. Ne? Also das ist jetzt hier kein Bash gegen irgendwen oder so. Ich sehe halt nur die Produkte und denke mir, wow, das ist halt echt nicht so geil zusammengestellt, so liebevoll. So Rose Treats. Komprimierte Gesichtsmasken aus ultraweicher Baumwolle. Verwandeln Sie jeden So Rose Gesichtstoner in eine 20 Minuten Intensivpflege. 15 Stück sind hier drin. Gut, aber du kannst es halt nur zusammen mit diesem So Rose Gesichtstoner anwenden, den man sich dann noch kaufen müsste. Das ist natürlich blöd. Solche Maskenviecher, klar, ist nice, ne? So ein Tüchlein, das legst du dann irgendwie in deinen Toner oder sonst irgendwas rein. Du kannst auch den Toner verwenden, den du zu Hause hast. Hier steht es halt anders drauf, aber theoretisch kannst du es machen. Oder in irgendein Serum oder sowas, ne? Dann saugt sich das halt da entsprechend voll und dann hast du so ein richtig getränktes Vieh, legst dir das aufs Gesicht und dann hast du halt eine richtige Intensivpflege. Ist nice, ne? Aber sowas kriegst du halt auch echt beim Euroshop und da brauche ich nicht extra hier so ein Vieh. Wow, nicht so geil. Elizabeth Grant, Caviar Cellular Recharge, Super Day Cream, eine 20 ml Größe ist das. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Also ich mag sowas tatsächlich in Adventskalendern gerne. 20 ml ist auch eine gute Größe davon. Ist jetzt die zweite Creme in dem Adventskalender, aber es ist ein Beauty-Produkt, das finde ich schön. Ja, kenn ich aber nicht die Marke. Beate Jonen Skin Like Meat Ox. Okay, Perfection 24 Rich Day and Night Cream. Achso, noch eine Gesichtscreme mit 30 ml. Okay, das ist dann jetzt die dritte im Bunde. Ja komm, ne, theoretisch könnte man auch ein bisschen mehr Vielfalt reinbringen und unterschiedliche Produkte mal reinbringen. Aber gut, zwei Produkte haben wir ja noch. Ila Masker, das finde ich schon wieder schön. Das ist ein Loaded Lip Polish in der Farbe Vogue. Scheint mit 1,5 ml auch eine Originalgröße zu sein. Und das ist ein toller Ton. Sowas könnte ich mir vorstellen, in der 6 zu packen. Ne? Denn das ist so ein schöner Rosenholzton. Und das ist nice. Das gefällt mir. Dekorative Kosmetik bin ich natürlich am Start. Ila Masker finde ich auch nice. Das haben wir auch öfters mal in Beautyboxen mit drin und so. Das ist eine gute Marke. Und jetzt habe ich hier tatsächlich schon das letzte Produkt. Melvita Damask Rose Floral Water. 28 ml sind hier drin enthalten. Und das ist einfach ein hydratisierendes, feuchtigkeitsspendendes Spray. Wahrscheinlich einfach fürs Gesicht, dass man zwischendurch das einfach mal verwendet. Wir haben das halt auch, wenn wir bei uns im Winter den Kamin anmachen, dass es hier super trockene Luft ist. Also wir haben teilweise unter 20% Luftfeuchtigkeit hier. Und da habe ich dann auch neben meinem Schneideplatz, also wenn ich meine Videos schneide und so, was halt auch im Wohnzimmer ist, immer so ein Gesichtsspray stehen, dass ich mir das einmal kurz drüber machen kann, weil ansonsten habe ich nachher so eine trockene Haut, das ist so hart.
im wahrsten Sinne des Wortes. Das funktioniert dann einfach nicht. Und ja, Rosenblütenwasser finde ich klasse. Das werde ich dann auch wahrscheinlich direkt verwenden. Rose beruhigt auch, ne? Kannst du dann wahrscheinlich auch einfach so vor dem Make-up zum Beispiel verwenden, um das Gesicht halt schon mal so ein bisschen drauf vorzubereiten. Oder als Toner oder sowas, wie so ein Rosenwasser halt. Das finde ich eigentlich ganz schön. So, hier haben wir jetzt tatsächlich einmal die kompletten Produkte stehen. Die hätte ich mir im Leben nicht für die 50 Tacken gekauft, muss ich wirklich sagen. So kann man natürlich ein paar Produkte ausprobieren, aber mehr ist es auch viel mehr eigentlich nicht, muss ich sagen. Ne? Ist ein bisschen traurig. Also QVC hat ja schon recht viele Marken so im Sortiment, ne? Und die sind eigentlich ganz gut aufgestellt. Und wenn das der Adventskalender zum 25-jährigen Bestehen sein soll, dann Prost Mahlzeit, finde ich ein bisschen traurig. Die Idee mit dem DIY finde ich eigentlich ganz cool. Wenn ich diesen Adventskalender verschenken würde, würde ich aber definitiv viele Produkte davon austauschen, weil, nee, weiß ich nicht, ob sich da Leute über so viele Nahrungsergänzungsmittel freuen und so, eher weniger. Ist für mich ein Flop, aber, oh, einen habe ich noch, gucke mal, den vergisst man doch gleich. Von Pure ist es eine Mascara, ach guck, das Beste kommt zum Schluss, das wäre die 24 für mich gewesen. 4 ml haben wir hier drin, na siehst du wohl, ja. Ne, ist aber gut. Dekorative Kosmetik, Pure, gute Marke, läuft. Das ist gut, das ist erwähnenswert, definitiv. Das wäre jetzt schade gewesen, wenn ich das nicht gesehen hätte. Aber ich gucke ja immer noch mal so, ne, kurz noch mal rein. Ja, QVC, ihr könnt das besser. Ihr habt doch viel mehr im Sortiment, ne? Also krass, ihr könnt mit viel mehr geilen Marken zusammenarbeiten. Mich wundert es, dass Judith Williams hier überhaupt nicht vertreten ist. Keine Ahnung, oder ist irgendwas von ihr? Wüsste ich jetzt so spontan nicht. Finde ich auch ziemlich traurig. Ja, keine Ahnung. Ich bin dafür da, um hier auch euch Adventskalender vorzustellen, sie zu testen, euch eine Review zu geben, Preis-Leistungs-Verhältnis einzublenden und so, ne? Dass ihr halt selber entscheiden könnt, was ist jetzt der richtige Adventskalender für mich. Den würde ich jetzt echt nicht empfehlen. Aber wenn ihr den geil findet, go for it, ne? Halte ich keinen von ab. Ich würde ihn auf jeden Fall nicht so feiern. Ihr Lieben, ja, knackiges Video. Das war's jetzt hier von mir. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!